Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nicht in Kochkleidung, sondern heute als kleiner Lockdown-Rundgang. Ich nehme die Maske mal ab, dann könnt ihr mich auch besser verstehen. Ich nehme euch einfach mal mit hier jetzt heute in die Heiligen Hallen, erkläre so ein bisschen was, was wir sonst machen, weil es sind ja logischerweise keine Gäste da. Niemand ist hier und wir sind fast ganz unter uns. Natürlich sind noch ein paar Leute da, ne? Die Brandmeldeanlage wird kontrolliert, für die Gärtner wird hier noch gekocht, ein kleines bisschen. Die Verwaltung ist logischerweise auch da, damit also Gutscheine und so weiter bestellt werden können, Reservierungen für den Sommer angenommen werden können und so weiter. Und ja, normalerweise pulst hier das Leben. Die Leute, die das Jammertal kennen, kennen auch die Küchentenne und unser Buffet. Das heißt, also die offiziellen Gastronomie brauche ich euch gar nicht zeigen, aber wir gucken uns heute einfach mal die Küche an. Wir gehen einfach mal in den Wellnessbereich, also sind nämlich keine Nackerdeis da. Und wir gucken uns mal ein Zimmer an, wenn der Stefan noch ein bisschen Zeit und Lust hat. Und ja, ich denke, das wird ein schönes Video. Kommen jetzt hier rein und ihr seht schon, da wird gerade noch gespült. Ja, es wird noch gespült und ja, ist noch ein Mitarbeiter da. Es ist ein Koch noch da, der logischerweise für die Leute kocht, die noch hier sind. Und ja, deswegen ist die Spüle besetzt und deswegen ist die Küche auch noch zum Teil besetzt. Aber hier, wenn man in die Küchentenne kommt, sieht man so die Getränkeausgabe. Und das ist unsere Getränkeausgabe. Das heißt also, hier werden die Getränke gemacht, die nachher zum Tisch gebracht werden. Das ist keine Bar, sondern das ist eine reine Getränkeausgabe. Gut, natürlich wird hier noch gespült, weil wir logischerweise auch noch Mitarbeiter da haben, die versorgt werden. Und dann fällt auch Geschirr an und das muss gespült werden. Aber wir können jetzt auch einmal hinter die Spüle gucken. Ja, so sieht das aus. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber nur, dass man mal gesehen hat. Wenn irgendeiner meint, er hat viel Geschirr zu Hause. Guck mal hier. Wir haben mehr. Auf jeden Fall. Das ist unsere Hauptküche. Also Hauptküche im Sinne von à la carte Küche. Hier werden die Köche tätig, wenn es also dann nachher ans Teller anrichten geht. Das Buffet muss bestückt werden. Dann wird das hier dann nochmal final abgeschmeckt. Geschaut, ob alles passt, ob die Dekoration passt, ob der Garpunkt passt und so weiter. Und dann von hier nach draußen zum Buffet gehen, weil wir sind jetzt hier auf der Rückseite des Buffets. Und dann schauen wir mal, das hier ist der Fleischposten. Ja, hier werden also Steaks gebraten, Fisch gegrillt, Soßen gekocht und so weiter. Das wird hier an dieser Stelle gemacht. An dieser Stelle hier, das ist der Beilagenposten, also alles, was Gemüse, Sättigungsbeilage, Pasta, Suppen und so weiter, die kommen von diesem Posten hier. Und auf dieser Seite hier hinter, kann man einmal schauen, das hier ist unser Bistro-Posten. Hier kommen alle Essen her, die ins Bistro gehen. Also Salate, die Schnitzel und so weiter und so weiter. Und Schnitzel, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, der Stefan kann es schon gar nicht mehr hören. Schnitzel kommen bei uns nicht aus der Fritteuse, sondern sie kommen aus einer Pfanne. Und die Pfanne ist voll mit Fett. Also könnte man behaupten, es ist quasi frittiert, aber so müssen Schnitzel nun mal gemacht werden. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Denn man kann es nicht in einer trockenen, beschichteten Pfanne machen, das funktioniert nicht. Ein Schnitzel braucht das Fett. Und es ist auch keine Wellness-Küche, aber es ist lecker. Also Wellness fürs Herzchen. Hier ist das Reich der Süßspeisen. Jetzt einmal reinfilmen oder ich gehe einmal rein. Auf diesem Tisch hier, auf diesem Tisch, und das muss ich jetzt an alle sagen, die so ein bisschen nostalgisch unterwegs sind, hier an diesem Tisch hat meine Oma sogar noch gestanden. Meine Großmutter hat hier gestanden und hat den Kuchen gemacht. Und ich als Kröte, als Klein, ich bin hier in dieser Küche aufgewachsen und bin hier immer rumgerannt. Deswegen fühle ich mich da auch sehr wohl. Wenn meine Großmutter Kuchen gebacken hat und diesen Keksboden fertig gemacht hat, ja, also diesen Mürbteigboden,
dann bin ich immer hier reingeschlichen, wenn sie ihr Mittagsschlaf gemacht hat, und habe das Ding auseinandergebrochen, bin damit abgehauen, habe das gegessen und sie kam dann wieder, da war der Boden nicht mehr da. Ich habe immer Ärger gekriegt. Aber das war es wert, der war nämlich lecker. Hier hinten ist die kalte Küche, Vorbereitungsküche für Salate, für Krautsalat, für die Platten fürs Buffet, die Vorspeisen etc. Die werden hier hinten vorbereitet und dann in den Kühlhäusern hier vorne gelagert und dann hier wieder, wir sind immer noch auf der Rückseite des Buffets, direkt zum Buffet gebracht. Jetzt sind wir hier in der Vorbereitungsküche. Der Unterschied zu der Küche, die wir da drüben gerade gesehen haben, ist, hier ist erstmal deutlich mehr Platz, die Arbeitsflächen sind länger, hier gibt es keinen Küchenpass. Ja, also kein Pass, wo man die Teller anrichtet, sondern hier wird einfach nur in großen Mengen gekocht, weil wir versuchen, und das meine ich wirklich ernst, wir versuchen alles, was nur irgendwie geht, selbst herzustellen. Das heißt Suppen, Soßen, Fonds, das, was normalerweise, sage ich jetzt mal, zu Hause aus dem Glas oder vielleicht mal mit einem Pülverchen gemacht wird, das gibt es hier nicht. Ja, sondern hier werden Soßen und Suppen wirklich noch selbst gekocht. Deswegen auch so große Gerätschaften wie das hier, so ein Kessel oder so eine Kippbratpfanne. Ja, sodass wir also von 100 Liter Flüssigkeit reden pro Einheit hier. Also der hier hat 100 Liter, der hat 80 Liter und der hat 120 Liter Fassungsvermögen. Sodass wir mit einem Rutsch halt eine ganze Menge auf einmal produzieren können. Ne? Und dort oben, deswegen sieht man jetzt da noch den Kollegen Andrea, da wird jetzt gerade das Personalessen wieder abgebaut, weil wir versorgen unsere Mitarbeiter, natürlich jetzt nicht nur im Lockdown, sondern grundsätzlich immer zu drei unterschiedlichen Zeiten, nämlich Frühstück, Mittag und Abendessen. Das Mittagessen findet ebenfalls zu drei Zeiten statt. Das heißt, die Mitarbeiter, die logischerweise den ganzen Tag hier arbeiten, werden natürlich auch versorgt. Okay, das war es jetzt hier an dieser Stelle. Wir gehen jetzt einmal rüber in den Wellnessbereich und lassen die Küche jetzt einmal hier so, wie sie ist, beziehungsweise wir lassen den Andrea jetzt hier noch ein bisschen arbeiten und dann sehen wir uns gleich im Wellnessbereich wieder. Herzlich willkommen, jetzt sind wir im Wellnessbereich, ihr hört das schon, es ist immer so ein bisschen, das Wasser blubbert, es rauscht und so weiter, aber hier vorne will ich euch das gar nicht zeigen, weil das kennt man ja schon. Ne? Also wenn man, muss man einfach nur vorne durch die Tür gucken und dann sieht man das Schwimmbad hier. Deswegen, wir gehen jetzt nach hinten, da wo man normalerweise nicht hinkommt, wenn man nicht Hotelgast ist oder Tagesgast ist. Wir sind hinter dem Whirlpool entlang gegangen, hier. Hier hinter ist der Whirlpool. Und dann kommen wir jetzt hier in den Wellnessbereich, also in den Saunabereich, nicht Wellness, sondern Saunabereich. Und dann haben wir hier schon die erste Sauna, das ist die Dampfsauna. Brauche ich eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Ne? Das ist halt eine Dampfsauna. Hat so 45, 48 Grad. Eine gute Dampfsättigung, also ich mag das sehr gerne. Wobei ich muss einmal, das muss ich einmal sagen. Nein, ich gehe hier nicht in die Sauna. Auch nicht, wenn alles zu ist. Und nein, auch meine Eltern, meine Frau, meine Kinder, mein Bruder, niemand. Die meisten Hoteliers, und da spreche ich wahrscheinlich für fast alle Kollegen, 90% der Kollegen nutzen ihre eigene Anlage nicht. Das nur mal so als kleiner Hinweis. Das hier ist ein Thekaldarium, also eine Sauna, wo die, das ist keine richtige Sauna, sondern das ist eigentlich mehr so ein großer Kachelofen. Ne? Und hier drin sind die Kacheln beheizt. Die sind immer an. Was ist an? Sind so 40 Grad drin und tatsächlich, wenn man hier reinkommt, das ist eine sehr, sehr präsente Hitze. Ne? Der Stefan hat das jetzt gerade gemerkt, als er reingekommen ist. Das ist so, die kommt von allen Seiten. Also eine richtige Tiefenwärme, obwohl das nur 40 Grad sind. Es ist richtig warm hier drin. Hier haben wir eine Infrarotkabine. Das ist also auch eine moderate Wärme, jetzt nicht zu viel,
sondern wirklich nur entspannte Wärme. Hier sind wir dann beim nächsten Saunabereich auch wieder. Ne? Hier sind dann die Liegen vor einer Glaswand, sodass man nach draußen gucken kann, man aber von draußen nicht hereingucken kann, also es sei denn, man ist selber im Saunabereich. Hier sind dann auch nochmal Duschen abgetrennt, noch eine Dampfsauna. Hier haben wir unsere Salzsteinsauna, das ist die zweitgrößte Sauna, die wir haben. Und hier sind die Wände, kommt mal rein, hier sind die Wände mit Salzstein verkleidet und gemauert und unterteilt. Und das gibt dieser ganzen Sauna, wenn die Steine natürlich einmal eine gewisse Temperatur haben, ja, ein sehr angenehmes Klima, ein sehr schönes Flair. Es riecht immer ganz toll, sehr, sehr mineralisch, sehr angenehm. Und hier haben wir dann auch noch so ein Schaufelrad. Hier muss man keinen Aufguss machen, sondern das Schaufelrad dreht sich je nach Temperatur und nach Zeit automatisch, sodass also immer ein regelmäßiger Wasserdurchfluss da ist. Und man hier jetzt nicht, in dieser Sauna wird kein Aufguss gemacht. Jetzt gehen wir ins Saunadorf und schauen uns einmal hier draußen um. Und für alle, die es noch nicht auf Facebook gesehen haben, jetzt gucken wir auch nochmal, wir haben einen neuen Pool gebaut. Schau mal, ins Glashaus gehen wir gleich. Jetzt schauen wir uns einmal den Pool hier draußen an und tada! Wollen wir mal gucken, ob wir den aufmachen können? Wahrscheinlich geht das gar nicht. Also jetzt nicht. Der Pool ist abgedeckt, weil es ja arschkalt, ne? Also normalerweise braucht man einen Schlüssel dafür. Ja, doch, nicht geht. Nicht angeschlossen. Der Pool hier, das ist ein FKK-Pool. Das heißt also, wenn man in der Sauna gewesen ist und duschen war, das ist ganz wichtig, bitte nicht aus der Sauna direkt hier reinspringen, sondern nach dem Duschen kann man hier nackt schwimmen. Und ja, ich finde das ganz gut, also dass man jetzt die Möglichkeit hat dafür. Und ich finde, der hat auch eine angenehme Größe. So haben wir dann quasi jetzt noch ein Angebot mehr geschaffen, was ihr nutzen könnt. Und da vorne das Haus, kann man das sehen im Hintergrund? Ja? Das Haus ist auch neu, da sind auch neue Duschen hinter. Ja? Also wir haben jetzt neue Outdoor-Duschen, wir haben den neuen Pool. Und jetzt gucken wir uns einmal die anderen Saunen an und dann gehen wir ins Glashaus. Das ist unsere älteste Sauna. Die ist schon einmal abgebrannt, neu aufgebaut, nochmal abgebrannt und nochmal neu aufgebaut worden. Und ja, ist eine richtig klassische finnische Blockhaussauna. Und so riecht das hier drin auch. Also nach diesem Holz und nach diesem, ja, sag ich mal, nach diesem Ofen. Ganz typischer Saunageruch. Und ja, wir sind eine richtige Schwitzhütte. Ich finde es ganz niedlich eigentlich. Hier vorne haben wir dann noch zwei Saunen, also im gleichen Stil wie die Blockhaussauna, also noch zwei Blockhäuser, einmal eine kleine Damensauna für die Ladies, die für sich sein wollen. Und da drüben haben wir noch eine Lavendelsauna, also eine aromatisierte Sauna. Und dann gehen wir einmal um die Ecke und dann zeige ich euch einmal den Schwimmteich. Den kann man zwar auch immer ganz gut sehen auf den Prospekten, aber ich finde jetzt so, wenn man schon mal hier ist, ne, oder wenn ihr schon mal hier seid, dann könnt ihr auch gerne mitkommen. Ah, guck dir das an. Ja? Ja, das ist der Schwimmteich. Nicht beheizt. Nein, es sind keine Fische drin. Es sind vielleicht ein paar Frösche drin, aber keine Fische. Und nein, kein Chlor, kein Salz, kein sonst irgendetwas, sondern es ist wirklich absolut reines Süßwasser. Und es wird natürlich gefiltert, also durch verschiedene Gesteinsschichten. Deswegen braucht man auch kein Chlor und so weiter. Ist also ein Naturbadeteich, wenn man das so möchte. Und dahinter, man sieht so ein bisschen den Bambus da wachsen. Das sind so kleine Nischen in einem Sandstrand, wo dann im Sommer die Liegen stehen. Dass man so ein bisschen blickgeschützt ist, wenn man halt ja, ohne Badesachen sich sonnen möchte. Jetzt gehen wir ins Glashaus. Jetzt gehen wir ins Glashaus und hier unten ist auch direkt eine Sauna und jetzt kann man auch sehen, ja, es werden hier noch Arbeiten gemacht, weil natürlich altert das Gebäude auch und deswegen müssen wir kleine Schönheitsreparaturen vornehmen. Kommt mal mit rein.
Duschen kennt man, klar. Und hier muss die Wand ein bisschen neu verputzt werden. Da waren ein paar Macken drin von der Tür. Das wird aber jetzt gemacht. Aber was ich euch zeigen will, ist diese Sauna hier. Das ist unsere mit Abstand größte Sauna, die wir haben. Um einmal vorzuerst eine Stufe. Und das ist eine Gewölbesauna, ne? Mit Lehm gemacht und groß und wirklich ein fantastisches Klima. Und dieses Teil hier, ne, das hätte ich gerne bei mir in der Küche stehen als Grill. Ne? Großer Ofen, viel Platz und in der jetzigen Zeit könnte man sogar hier alle Abstände einhalten. Okay, gehen wir weiter. Hier sind wir jetzt in unserem Glashaus. Hier werden, hier wird eigentlich nur gechillt. Also das heißt, die Gäste kommen hier hin oder ihr kommt hier hin, legt euch einfach ein bisschen auf die Liegen. Oben sind auch echte Boxspringbetten und kommt ein bisschen Sonne rein. Es ist schön gemütlich warm, man kann ein Buch lesen. Ist wirklich sehr angenehm. Auch das Klima jetzt, ne? Obwohl es draußen sehr kalt ist, ist es hier drin jetzt nicht zu kalt, finde ich, oder Stefan? Nein. Und hier haben wir noch einen riesigen Kamin. Na, also wenn wir jetzt hier Betrieb hätten, wird da natürlich ein lustiges Feuerchen brennen. Und man könnte sich hier ein bisschen aufhalten. Macht eine schöne Stimmung. Okay, das war es eigentlich schon so von dem oberen Wellnessbereich. Wir gehen gleich noch einmal ganz kurz runter. Und dann zeige ich euch noch einmal so ein bisschen, was so in den Kellerräumen passiert. Und dann gucken wir uns noch ein Zimmer an. Okay. Jetzt sind wir hier unten in dem grünen Wartebereich. Also wir sind geografisch unterm Bistro. Und das hier ist früher meine Kegelbahn gewesen. Jetzt ist das unter anderem für das Kleopatra-Bad, das Thalasso-Bad. Dann haben wir hier unten noch das Serail-Bad und Solarien und so weiter. Wir gucken aber trotzdem einfach einmal rein. Auch wenn man das weiß, was hier unten ist. Hydrojet und Biosolarium brauche ich ja gar nicht so großartig zu zeigen. Aber so sieht das Serailbad aus. Mal gucken, ob wir Licht anmachen können. So sieht das Serailbad aus. Buchbare Behandlung. Ich finde eins der schönsten Dampfbäder, die wir haben eigentlich. Wenn nicht sogar unser schönstes. Ich mag das mit dem Sternenlicht, das ist schön. Jetzt gehen wir auf die Seite. Hier sind die Bäder. Also Kleopatra-Bad. Mal gucken, ob das auf ist. Ja, ist auf. Kann man einmal reinfilmen. Warte, ich mache mal Licht an für den Stefan, damit das auch besser fürs Bild passt. So. So sieht das aus. Kennt man von den Prospekten. Aber ich kann sagen, es sieht wirklich so aus wie auf den Prospekten. Ja, okay, jetzt habt ihr das gesehen. Wir gehen jetzt in die andere Richtung weiter, weil da geht nämlich der Wellnessbereich unterirdisch noch weiter. Ich wollte das einmal zeigen. Der Stefan wollte eigentlich gerade gar nicht filmen, weil das hier drin so dunkel ist. Wir sind jetzt hier unten an der Sonnenbar und das ist jetzt auch ein sicheres Indiz dafür, dass wir wirklich zu haben. Hier liegt überall Malervlies. Warum liegt das Malervlies hier? Weil logischerweise hier handwerkliche Arbeiten noch durchgeführt werden und die Leute mit ihren Arbeitsschuhen hier durchlatschen und das Parkett ist erst geschliffen und geölt worden und deswegen ist hier alles quasi mit Malervlies ausgelegt worden. Ja. Wir sind jetzt hier unten in der Sonnenbar. Die Sonnenbar dient tagsüber quasi als Aufenthaltsgelegenheit oder ja, als Möglichkeit, sag mal, ein bisschen Buch zu lesen, einen Kaffee zu trinken oder einen Tee zu trinken, sich ein bisschen aufzuhalten. Aber das ist kein Bistro-Bereich, so wie das oben ist, sondern man setzt sich hier hin und die Leute setzen sich hier hin, lesen ein bisschen Zeitung, unterhalten sich ein kleines bisschen, sitzen vorm Kamin und so weiter. Das ist tagsüber und gehen danach wieder zurück in den Saunabereich oder werden zu ihren Behandlungen abgeholt. Und abends, klar, abends ist es dann schon mal so, dass hier dann Cocktails gemacht werden oder ja, dann ist es eine richtige Bar, wenn man so möchte. Ja. Außer in der Sommerzeit, da ist natürlich dann die Sonnenbar geschlossen und die Terrasse geöffnet. Okay, aber jetzt gehen wir weiter auf der anderen Seite und dann gehen wir weiter in den Wellnessbereich bzw. in den Behandlungsbereich. Wir gucken uns meine Kosmetikkabine an und da unten ist auch noch ein Schwimmbad, ein Salzbecken.
Und was da unten auch ist, dann haben wir sofort das einmal mit abgedeckt, ein Zimmer, und zwar die Wellness Suite. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von der Sonnenbar und sind jetzt quasi in dem langen Gang, wir nennen das auch hier blaue Wartezone. Und jetzt gucken wir einfach mal in so eine Kosmetikkabine rein. Bitte, verlangt jetzt nicht, dass ich jedes Gerät erkläre oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung davon. Aber nur, dass man das mal gesehen hat, wie das so von innen hier aussieht und wie groß die sind, wie geräumig die sein können. Wir haben natürlich auch noch kleinere Kosmetikkabinen, aber ja, die sind bei uns tatsächlich fast, die sind alle im Keller. Aber wir haben hier bodentiefe Fenster, deswegen fällt es nicht auf, dass man sich im Untergeschoss befindet. Ja, breites, wie nennt man das? Einen breiten Kosmetikstuhl, ne? Ja, breiter Kosmetikliege. Und, okay, ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch großartig dazu erklären soll, weil ich habe so gut wie keine Ahnung davon. Also auch da, wir lassen uns auch nicht kosmetisch behandeln hier. Also weder mein Vater, meine Mutter, meine Frau oder ich oder mein Bruder oder meine Tochter, niemand. Weil Mitarbeiter sind für die Gäste da, nicht für uns. Okay, dann nehme ich euch jetzt mal mit und wir schauen uns jetzt mal das Salzschwebebecken an. Und beim Salzschwebebecken ist die Besonderheit, dass der Salzgehalt in dem Wasser so hoch ist, dass man quasi nicht untergehen kann. Ja, das ist unser Salzruhebecken oder unsere Salzschwebebecken, Therapiebecken, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und man sieht das, wenn der Stefan, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so am Rand überall hier. Das ist Salz. Ja? Das ist also tatsächlich, der Salzgehalt ist so unfassbar hoch, dass das Salz sich quasi hier wieder absetzt, auch durch die Luft. Und das heißt, dieses Becken und auch alle anderen Materialien, die hier verwendet wurden, um den Raum hier zu erstellen, brauchen eine besondere Pflege. Ja, weil Salz ist aggressiv. Ja, anderen Materialien gegenüber. Ja, deswegen muss man halt schauen, dass man hier regelmäßig alles pflegt und frei von Rost hält und so weiter. Jetzt gucken wir uns die Wellness Suite an, weil die ist nämlich direkt nebenan. Großes Mysterium, jetzt wird's aufgeklärt. Wie sieht die Wellness Suite eigentlich von innen aus? Wir gucken uns das einmal an. Das ist das Zimmer mit der höchsten Ausstattungsstufe, sage ich jetzt mal, weil einfach viel Leistung in einem kleinen Zimmer komprimiert, oder ein relativ kleines Zimmer komprimiert wird. Also flächenmäßig ist die Wellness Suite gar nicht so die größte. Aber von der Ausstattung her, die wir da drin haben, ist es bei weitem das Maximum, was wir bieten können. Und los! Also wir haben hier einen getrennten Wohn-Schlafbereich mit einem eigenen Kamin, zwei Fernseher, ein Fernseher hier auf dieser Seite, dann ein Fernseher auf der anderen Seite. Und dann, und das ist die Besonderheit an diesem Zimmer, wir haben ein offenes Badezimmer. Das bedeutet, wir haben hier mittendrin freistehend eine Kleopatra-Badwanne für zwei Personen. Hier hinter, das sieht zwar schön aus, hier hinter ist die Dusche. Das heißt also, selbst wenn man jetzt sagt, okay, man möchte ein bisschen für sich sein, kann man hier hinter ganz in Ruhe duschen, gar kein Problem. Und der Rest, Badezimmer, der Rest des Badezimmers, die Toilette und so weiter, ist natürlich getrennt und das kann man auch verschließen, sodass man da ein kleines bisschen Privatsphäre hat. Ne? Also hier ist dann, kann man zumachen, fertig. Okay. So, was haben wir noch an Besonderheiten? Den Kamin habe ich ja schon erwähnt. Das Bett ist auch eine Besonderheit, weil hier drunter, das hier, ist ein Solarium.
Ja, das heißt also, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch ins Bett legen und dann ein bisschen Sonne tanken, wenn das Wetter draußen schlecht ist. Und was natürlich auch noch hier drin ist, das darf nicht fehlen, ist eine eigene Sauna, die groß genug ist für zwei Personen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum denn nicht größer? Ja, warum? Warum sollte sie größer sein? Zwei Personen wohnen hier, nicht mehr. Es kommen hier keine Familie mit Kindern rein, garantiert nicht. Ja, sondern es ist tatsächlich so, dass es hier wirklich darum geht, dass man einen Urlaub zu zweit verbringt, für ein paar Tage ein bisschen ausschaltet. Nicht unbedingt dann, wenn man jetzt mal nur ein bisschen Wellness machen möchte, dass man sagt, Mensch, ich möchte einfach nur ein bisschen mich in die Wanne legen, ich möchte ein bisschen Fernsehen gucken, ich möchte ein bisschen in die Sauna, aber ich will gar nicht in den großen Wellnessbereich, sondern ich möchte das alles bei mir im Zimmer haben und möchte meine Ruhe haben. Weil zu diesem Zimmer gehört noch ein besonderer Service. Ihr bekommt das Essen hier heruntergebracht. Ihr müsst noch nicht mal zum Restaurant laufen. Ja? Heißt also, wenn ihr hier dieses Zimmer bucht, bucht ihr auch gleichzeitig unser Wellness-Suite-Menü mit. Und dann bekommt ihr ein Auswahlmenü und dann bekommt ihr eine Antipasti-Platte zum Beispiel, zwei Hauptgänge zur Wahl, eine Pralinen-Auswahl, eine Flasche Champagner und also wirklich keine Wünsche offen. Ganz fantastisch. Deswegen ist es auch das Zimmer, was am meisten gebucht wird, ja, und auch am häufigsten verschenkt wird. Also wenn jetzt mal Hochzeitstag ansteht oder ein Geburtstag, Jubiläum etc. Dieses Zimmer, wunderbares Geschenk. Jetzt gucken wir uns noch ein anderes Zimmer an und dann wären wir eigentlich auch schon durch für heute. Ganz kurz, der Stefan und ich, wir sind jetzt hier an der Reservierung, also hier hinter. Wenn ihr bei uns im Jammertal anruft und ihr wollt ein Zimmer reservieren, ist hinter dieser Tür die Reservierung. Da ist jetzt niemand logischerweise. Aber wir haben schon mal was gefilmt vor einer halben Ewigkeit. Da haben da Leute hintergesessen und das blenden wir euch jetzt mal ganz kurz ein, weil ich fand die Szene eigentlich mega witzig. Und man darf keine Angst vor Hunden haben, das kann ich schon mal spoilern. Hallo. Hier werden die Reservierungen dann angenommen und dann entsprechend kanalisiert. Und hier ist sogar ein Wachhund. Eddie! Hallo Eddie! Hi, komm her! Passt. Genau, so ist richtig. Mit Wachhund. Danke. Jetzt sind wir hier oben im Sonnenflügel und zwar in der dritten Etage. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein Zimmer der Kategorie Bergkiefer Sonnenflügel. Das Zimmer hat einen Balkon, Wohnen, Schlafbereich, ja, Dusche und Badewanne. Ja. Gut, hier haben wir natürlich ein Zimmer, das ist sehr großzügig eingerichtet, also man hat hier sehr viel Platz, wenn man das möchte, für zwei Personen und kann also, wenn jetzt noch ein Kind dabei sein sollte und es gewöhnt ist, bei den Eltern zu schlafen, kann man auch hier noch ein Zusatzbett hinstellen oder wenn drei Freundinnen unterwegs sind, dann kann man auch das hier noch für eine dritte Person, vielleicht jetzt mal vom Platz her reicht das dicke. Ne? Und was wir hier natürlich auch haben, ist ein Balkon. Und da kann man so ein bisschen mal hier über die Landschaft schauen. Das versuchen wir mal. Es ist natürlich jetzt Winter und es ist nichts los. Die Bäume sind nicht grün. Wobei, wir haben das doch schon mal gedreht, ne? Da haben wir doch schon mal im Frühling oder beziehungsweise, ja, wir haben doch schon mal sowas im Sommer gedreht. Da kann man dann vielleicht noch mal einen Schwenk mit einbringen, oder? Ja, okay. Ja. Oh, ist ja auch nichts für Höhenängstliche, ne? Nee, das ist gar nichts für Höhenängstliche. Ja, wir wohnen schon schön, kann man nicht anders sagen.
Eine Sache haben wir noch, da wir jetzt hier im Sonnenflügel sind, also in dem modernsten Teil und der als letztes gebaut wurde, hier über diesem Treppenhaus ist auch ein Turm. Und die Leute fragen immer, was ist eigentlich in dem Turm? Wir lösen das Geheimnis mal, wir lüften das, kommt mal mit. Müssen wir ein bisschen dramatische Musik eigentlich einspielen. Und? Stefan, was ist hier oben? Nix ist hier. Gar nix. Hier ist nur blaues Licht hier oben. Es leuchtet blau. Nein, also hier ist kein Zimmer drin. Ja? Hier ist kein Wellnessbereich, hier ist kein Zimmer, hier ist kein Aufenthaltsbereich. Nichts. Das ist einfach nur der Abschluss eines Treppenhauses. Hier geht noch nicht mal ein Aufzug hoch. Ja? Hier ist eine Revisionstür da vorne, um an die Solaranlagen dran zu kommen. Ja, deswegen ist da unten so eine kleine Revisionstür. Aber ansonsten ist hier oben nichts. Man hat natürlich einen schönen Blick über die Landschaft, ne? Wenn man so in die Ferne schweift. Und ne, man kann hinten über den Golfplatz so ein bisschen drüber gucken. Und man sieht da hinten den Feuerwachturm. Also, man kann ein bisschen was sehen, aber nein, hier ist kein Zimmer drin. Hätten wir das Geheimnis auch gelöst. Falls ihr noch irgendein Geheimnis auf dem Herzen habt, was wir mal irgendwann mal drehen sollen, schreibt das mal ruhig rein. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet euch ein bisschen orientieren hier im Jammertal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.